Ist die Göttinnenkraft schon in dir erweckt? Lebst du schon deine Berufung? Stehst du als Frau vollkommen frei, unabhängig, selbstbestimmt, mit beiden Beinen in deinem Leben? Fließt dein Lebensfluss klar und rein? Ist deine Urwurzel geheilt und alles negative Erbgut, so wie alle Ängste und Blockaden, transformiert, gewandelt? Oder bist du ängstlich, unsicher, unfrei? Fühlst dich klein, nicht gut genug, nicht schön genug und bist in einer Opferhaltung gefangen, abhängig von anderen? Ja, auch bei den Worten und Sätzen fühlt man die Energie. Leichte, beschwingte Energie, die Frauen tragen, die mit beiden Beinen im Leben stehen, ihren Wert erkannt haben, aus ihrer weiblichen Urkraft heraus ihr Leben vollkommen frei gestalten, so wie sie es sich wünschen. Und dann gibt es diese schwere, alte Energie, die drückt auf die Schultern, in den Nacken, in den Rücken. Diese Frauen sind gebeugt, gebückt. Manche sehe ich auch energetisch kniend, wenn sie bitten müssen um Geld, wenn sie abhängig sind vom Mann. Fühlen sich unfrei. Die Lebenszeit verstreicht und sie haben keinen Mut, sich aufzurichten und ihre eigenen Schritte auf ihrem Seelenweg zu gehen. Diese Frauen gehen auch oft nicht ihren Seelenweg, leben nicht ihre Berufung und ihre Gaben. Ja, ich bin Sissi Göttling, spirituelle Lehrerin der neuen Zeit. Und ich lebe seit 20 Jahren vollkommen frei, unabhängig, selbstständig, ein selbstbestimmtes Leben und gestalte mein Leben aus meiner weiblichen Urkraft heraus, so wie ich mir das wünsche. Möchtest du das auch? Was wäre es dir wert, raus aus der Opferhaltung, aus dem Kleinsein, sich nicht gut genug zu fühlen, vielleicht auch sogar körperliche Symptome zu haben, vor allem Wirbelsäulen, Rückenbereich, wo die Vergangenheit sitzt? Endlich deinen Weg zu gehen. Dich vollkommen zu leben aus dem Inneren heraus, deinen Seelenplan zu erfüllen, deine Gaben zu leben. Ja, und auch den Geldfluss anzukurbeln. Geld ist verbunden energetisch
mit folgenden Themen: Sexualität. Hier haben Frauen schon einige Probleme im Beckenbereich, Blockaden und auch in der Kundalini-Energie Blockaden, sowie Karma-Knoten in der Wirbelsäule. Dann Vaterthema, Kommunikationsthema, Selbstausdruck. Das hängt alles auch mit dem Geldfluss zusammen. Das ist keine Geldblockade, sondern eine Energieblockade. Und dein Konto spiegelt dir auch deinen inneren Zustand. Dein ganzes äußeres Umfeld, die Menschen, die in deinem Leben sind, spiegeln dir dein Inneres. Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen, in ihrer vollen Kraft, die haben eine strahlende Aura. Sie erscheinen in einem Raum. Man nimmt sie wahr durch ihr Strahlen von innen nach außen. Wann strahlt es in deinem Inneren, wenn in deinem Inneren die göttliche Ordnung wiederhergestellt ist? Ja, wir sind alle hier auf Mutter Erde auf diesem Weg und auch ich bin diesen Weg gegangen. Im Jahr 2000 habe ich mein ganzes Leben vollkommen auf den Kopf gestellt und von Grund auf geändert, einen kompletten Neubeginn gestartet. Bin alleinerziehende Mutter, lebe mein Hobby als Berufung, habe mein Hobby zum Beruf gemacht, das ist meine große Leidenschaft und bin im Beruf auch noch selbstständig. Das heißt, mein gesamtes Leben, alles, was ich habe, was ich bin, habe ich vollkommen aus mir heraus, aus meiner eigenen Kraft gestaltet und manifestiert. Ich habe dadurch sehr viel Erfahrungen, schon seit 20 Jahren, begleite viele Klienten und Klientinnen auf diesen Weg. Ja, es ist sehr wichtig, aus der Erfahrung zu lernen und nicht nur aus Ausbildungen und Büchern. Denn es geht darum, das ganze spirituelle Wissen nutzt dir nichts, wenn du es nicht in Weisheit wandelst und es auch anwendest. Wie wandelt sich Wissen in Weisheit? Indem, sobald du etwas weißt, es auch erfährst, ja, am eigenen Leibe spürst und auch diese Prozesse durchwanderst, dann wird es zur Weisheit. Wann spricht ein Mensch Weisheiten und wann Wissen? Wenn du ihm eine Frage stellst und er oder sie antwortet sofort, wie aus der Pistole geschossen, dann zeigt, dass das das Wissen ist, das weitergegeben worden ist, aber noch nicht erfahren oder eine Weisheit. Ein Mensch, der weise ist, der seine Weisheiten weitergibt, wenn man den eine Frage stellt, sagt man, dauert es ungefähr 3 Minuten, bis er oder sie ruhig aufmerksam auch antwortet. Ich bin ja angebunden an die geistige Welt, also ich brauche keine Meditationen, Rituale oder sonstiges mehr, um diese Verbindung herzustellen. Nein, sie ist. Sie ist immer und sie ist einfach ganz locker und leicht da. Und wenn ich da Bilder bekomme. Manchmal dauert das ein wenig, dann werde ich ruhig, achte, was bekomme ich und gebe das dann wieder. Dadurch spreche ich manchmal ruhig und mit
Pausen und manchmal wieder flüssiger. Ich sage immer, durch mich wird gewirkt, das Universum hat nun mal den größeren Überblick als wir Menschen. In unseren Augen sehen wir zwar, aber nie alles. Und wir haben auch nicht den Überblick über uns und die ganze Welt. Und so kann ich es jedem empfehlen, sich weiterzuentwickeln, sich selbst helfen zu lernen und sich auch begleiten zu lassen, denn dadurch geht es schneller und du lernst sehr viel. Ich habe mir selbst auch im Jahr 2000 und noch ein paar Jahre lang helfen lassen, habe viele Rückführungen gemacht und dadurch erkannt, wer bin ich, was mache ich hier, was ist meine Aufgabe, was ist meine Berufung. Und habe das dann Schritt für Schritt umgesetzt. Ich habe sehr viel Mut und ich gehe auch Risikos ein. Das merkt man natürlich auch, wenn du alleinerziehend bist und dich noch selbstständig machst. Da haben einige Angst davor. Es geht immer, bekomme ich genug Geld, kann ich alles bezahlen, das Kind ernähren und so weiter. Dann eine Selbstständigkeit hat ja auch seine Schwankungen, mal ist es mehr, mal ist es weniger. Aber da übst du dich besonders gut in Vertrauen. Ich nenne es auch Gottvertrauen. Ich habe es jetzt schon 10 Jahre geschafft und bin nie gescheitert. Und das macht einem immer freier, leichter und auch stärker. Und so begleite ich vorwiegend Frauen auf diesem Weg. Ich unterstütze sie im Transformieren, im Umwandeln ihrer Ängste, ihrer Blockaden, Unsicherheiten, damit sie ein freies, selbstbestimmtes, unabhängiges Leben führen können, so wie sie es sich wünschen. Ich hole jeden dort ab, wo er ist. Keiner braucht Vorkenntnisse zu haben. Und du durchläufst den Prozess mit mir ganz einzigartig, individuell, weil jeder Mensch einzigartig ist. Und in deinem Tempo. Das geht ganz locker und leicht über online, egal wo du zu Hause bist. Brauchst mich nur über das Kontaktformular auf meiner Webseite anschreiben, www.sissigöttling.com oder mir ein Mail schicken auf info@sissigöttling.com und wir können schon loslegen. Besonders empfehlen tue ich den Frauen meinen Kurs Erwecke die Göttin in dir. Den findest du auch auf meiner Website. Hast du auch die Module beschrieben mit ein paar Sätzen. Da begleite ich dich 10 Wochen und du hast die Möglichkeit, dich von mir bei deiner Entscheidung unterstützen zu lassen, ob der Kurs für dich gut ist, indem du einfach einen der beiden Button wählst. Da gibt es 2 rote Button für die Göttinnen-Sprechstunde. Hier kommen immer mal ein paar Frauen um ihre Fragen an mich zu stellen, mich kennenzulernen. Und wenn sie Fragen zum Kurs haben, das ist für die Frauen, die ängstlich sind, sich alleine dieses 30-minütige kostenfreie Erstgespräch bei mir zu nehmen. Frauen, die zu mir kommen, sind meist sehr ängstlich, unsicher, können keine Entscheidungen treffen. Oder wenige Entscheidungen nur. Oft nicht einmal, soll ich etwas für mich tun oder nicht, sind in der Opferhaltung, Jammerhaltung, sind abhängig, entweder von Familie oder von ihrem Mann. Manche Frauen, da dürfen die Männer gar nicht wissen, dass die zu mir kommen. Also in den vielen Jahren habe ich tiefe, wirklich
tiefe Seeleneinblicke bekommen dürfen, wie die Menschen leben. Und das ist nochmal ganz was anderes, als du in Büchern liest, was jemand erzählt. Das ist wirklich manchmal unbeschreiblich, wie Menschen leben. Es ist unglaublich manchmal für mich, was diese Frauen mir erzählen. Wie sie leben, wie sie sich fühlen, was sie sich alles nicht trauen und zutrauen. Auch die Sexualität, wie die gelebt wird, wie schwer ihnen die Hingabe fällt. Manche können es gar nicht sich hingeben. Wie schwer ihnen überhaupt eigene Schritte fallen. Jahrelang, schon viele Jahre lang, immer den gleichen Trott jeden Tag leben. Ich kann mir ja meinen Tag komplett einteilen, wie ich das möchte. Ich gönne mir auch immer wieder Auszeiten. Und oft erzählen mir diese Frauen, sie müssen den Mann erst fragen. Und dann entwerfen sie Strategien, wie könnte ich den Mann denn herumbekommen, wenn ich dies oder das verändern möchte oder bekommen möchte oder mir kaufen möchte. Was das schwere Energie ist, was sich die Frauen dadurch immer wieder Seelenwunden zuziehen. Und noch tiefer und tiefer in ihre Opferhaltung eintauchen, es immer schlimmer und schlimmer wird, dann sich körperliche Symptome zeigen. Das ist wirklich Wahnsinn, in menschlichen Worten jetzt ausgedrückt. In diesen 20 Jahren habe ich so viele Geschichten gehört, dass ich mir oft gedacht habe, wie schaffen es diese Menschen überhaupt zu leben, geschweige denn das Leben zu genießen. Jeder Tag für die anstrengend ist. Verharren in Partnerschaften, nur damit sie nicht alleine sind oder weil sie nichts verdienen oder zu wenig verdienen, dann Angst haben, den Boden unter den Füßen zu verlieren und aus sich heraus ein Leben aufzubauen und zu gestalten, so wie ich das gemacht habe, fühlen sich die meisten zu schwach. Da höre ich immer die Sätze, na, das kann ich nicht. Das kannst du sehr wohl. Das geht und dieser Weg kann sogar, diese Aufarbeitung Spaß machen. Es darf leicht sein. Die Energien sind so leicht geworden und so hochschwingend, dass das heute viel schneller geht als noch zu meiner Zeit. Da hat es Jahre gedauert. Und desto länger diese Frauen warten, desto mehr Probleme häufen sich an. Dadurch brauchst du mehr Termine, mehr Zeit. Manche haben so viele Themen, dass sie Monate bis Jahre Aufarbeitung brauchen. Und desto niedriger die Schwingung wird, desto schwerer alles wird, desto gedrückter diese Frau ist, desto mehr zieht sie Mangel an, desto mehr zieht sie negative Situationen an. Denn du ziehst das an, was in dir ist. Du hast genau jetzt den richtigen Partner. Er spiegelt dir dein Inneres. Du hast genau jetzt den richtigen Job und das richtige Zuhause. Und da blick dich einmal um, bist du mit allem zufrieden. Und wenn alles so bleibt, wie es genau jetzt ist, weil wir haben nur das jetzt, bis an dein Lebensende, würdest du das so wollen? Fühlst du dich, Entschuldigung, rundum frei und glücklich, so wie es jetzt in diesem Augenblick ist, wo ich dir diese Frage stelle. Deine Familie,
dein Job, dein Chef, dein Partner, die Kinder, das Zuhause, ob die Wohnung ordentlich ist oder nicht, sogar dein Auto spiegelt dich. Ich brauche die Menschen oft gar nicht. Ich kann Menschen über den Zustand des Autos, den Zustand der Wohnung oder so, kann ich Menschen sogar deuten. Alles, was dich umgibt, zeigt dir dein Inneres. Und wenn Frauen im Mangel, im Opferbewusstsein, in dieser Haltung sind, können sie nichts anderes anziehen als weiter Mangel, als weiter Opferthemen. Es geht nicht anders. Das ist das Resonanzgesetz und das kann der Mensch nicht verändern. Wenn die Frau mit beiden Beinen kraftvoll, mit einer geheilten Urwurzel, mit einem geöffneten Kräftehaushalt, mit einer bewegten Kundalini-Energie und all das, was dann noch so gibt, im Leben steht, mit einer strahlenden Aura, mit einer wunderbaren, erfüllenden Sexualität, die Sexualkraft, die stärkste Kraft, die wir haben, dann ist das Leben bei dieser Frau im Fluss. Und genau das kann sie anziehen. Freundliche Menschen, Erfolg, eine göttlich lichtvolle Partnerschaft, ein gegenseitig sich bereichern und wertschätzen, nicht ein Saugen und ein Brauchen und alles auf Zweck und Ego-Verhalten. Ja, diese Frauen dann sind automatisch angenehme, schöne Situationen und Menschen an, leben auch im Fluss und in der Fülle, weil sie in ihrer Kraft stehen, mit beiden Beinen, weil sie bei sich sind und aus sich heraus leben. Sie gehen ihren Seelenweg, leben ihre Berufung. Das bringt Erfüllung. Haben ein offenes Herz, können liebevoll Grenzen setzen, können liebevoll all ihre Bedürfnisse ohne Konzepte, Strategien vorzuentwerfen, einfach ganz locker und leicht ausdrücken, haben sich angenommen, so wie sie sind, finden sich schön, sie strahlen, sie erscheinen. Körperhaltung ist aufrecht, stehen. Kopf eher nach oben, Schultern zurück. Diese Haltung ist dann automatisch, die muss nicht geübt werden. Denn alle Aufarbeitung verändert auch den Körper. Diese Frauen wirken automatisch jünger, als sie sind. Möchtest du auch so leben? Möchtest du auch kraftvoll, frei, unabhängig, selbstbestimmt dein Leben gestalten, so wie du es möchtest, in deiner Kraft, in deiner Göttinnenkraft sein, göttliche Ordnung in dir wiederhergestellt, raus aus dem Opferbewusstsein, aus dem Mangel, aus dem ständigen Jammern. Ich höre immer die Sätze, ich würde gern, aber kann es mir nicht leisten. Dann ist es auch so. Dann nimm den Satz, ich kann es mir nicht leisten, dann kannst du es dir auch nicht leisten. Du wirst es dir nie leisten können. Diesen Frauen sage ich, sie möchten ja auch vom Chef ihr Gehalt und bezahlt haben, und es ist eine Anmaßung, jemanden zu bitten, gratis ihn zu führen und zu unterrichten. Ja? Also aufpassen, das ist Resonanzgesetz, das kommt auch wieder zurück. Fordere nicht, setze keine Bedingung und Erwartung, dass ein anderer Mensch für dich in die Opferhaltung geht. Das wirst du bei solchen Frauen nicht finden. Sie bleiben bei sich, sie stehen zu sich, so wie ich. Ich kommuniziere meinen Wert und der Kurs oder die Stunden, die ich gebe, diesen Preis bekomme ich sogar von der geistigen Welt und der bleibt.
Und Frauen, die sich wirklich etwas wert sind, die investieren in sich. Und wenn sie wirklich ein Ja zu sich geben und sagen, ja, ich gehe jetzt los und ich bin so mutig, dass ich sogar Hilfe in Anspruch nehmen möchte, denn das zeigt von Stärke. Dann wirst du Gelegenheiten bekommen, wo du das Geld auch herbekommst. Also ich kenne das, ich habe selbst mal so gelebt und ich habe mich aber ja auch aus dem erfolgreich herausgezogen. Ich bekam immer genau das, was ich damals für die Aufarbeitung brauchte. Ich war sogar eine Zeit arbeitslos mit meiner Tochter alleine und habe sogar in der Arbeitslosen weiter meine Aufarbeitungen gemacht, weil immer wieder von irgendwo etwas herkam. Und das kannst du auch. Fang gleich mit dem mal an. Und nicht diese Sätze immer, ich würde gern, aber hab kein Geld. Ja, dann wirst du weiter keines haben. Ich bin mir nicht sicher. Ja, dann wirst du dir weiter nicht sicher sein. Ich glaube, ich schaffe das nicht, dann wirst du es auch nicht schaffen. Das ist die Antwort des Universums, das Resonanzgesetz. Frauen, die wirklich ein Ja zu sich geben, bereit sind, diesen Weg gemeinsam zu gehen mit jemandem, der aus Erfahrung lebt, berichtet und lehrt. Das kann ich dir empfehlen. Jemanden, der Erfahrung hat und jemand, der schon so lebt. Diese Frauen haben ihren Wert erkannt und können das auch ganz locker und leicht machen. Diese Frauen haben kein einziges Hindernis auf ihrem Weg, denn das Universum unterstützt besonders jetzt in diesem Jahr diese wunderbaren Frauen, wenn sie ein Ja dazu geben. Ob es den Mann betrifft, das Geld betrifft oder sonstiges. Es gibt immer eine Möglichkeit. Und wenn du das auch möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Du findest mich auch auf YouTube, da kannst du den YouTube-Kanal abonnieren. Rechts, wenn du die Glocke drückst, erhältst du immer gleich das Information, wenn ich ein Video hochlade. Auf meinen Newsletter lade ich dich ein, da erhältst du energetische Tipps für deine Seele, Botschaften, Meditationen. Ja, und ich lade dich ein zur Göttinnen-Sprechstunde oder zum 30 Minuten kostenfreien Erstgespräch für den Kurs Erwecke die Göttin in dir. Du findest auf meiner Webseite noch andere Kurse. Wunder werden wahr, Meisterkurs und Selbsthilfe-Schnellkurs sind jetzt im Juli im Angebot. Also jetzt im Juni gelten noch diese niedrigen Preise, die verändern sich dann. Also gönne es dir jetzt im Juni, Meisterkurs, Wunder werden wahr, das sind Channelings und der Selbsthilfe-Schnellkurs, gönne dir das, es ist jetzt im Juni im Angebot. Und dann gibt es den Kurs Seelenaufgabe Leben. Das ist, wenn du selbst all das zu deiner Berufung machen möchtest, so wie ich auch wirke für Menschen. Da begleite ich dich 10 Wochen, dass du so arbeiten kannst wie ich und auch selbstständig werden kannst. Ja, erwecke die Göttin in dir. Gerne mit mir gemeinsam. Alles Liebe, deine Sissi Göttling.